Sag mal, wo sitze ich denn? Hä? Hä, was ist mit der Cam los? So saß ich doch da. Ja, keine Ahnung. Das wird halt Dave und Dominik von mir Anzeigen abfacken, aber ganz ehrlich, ist auch nicht mein Problem. Ich sitze noch so schräg da und dann war es das. So ist gut, so ist sehr gut, so ist außerordentlich gut. Lazzo, der Überhassler im Gegensatz zu mir, hat vorproduziert für die gesamte Urlaubszeit. Da soll ich euch auch noch Grüße ausrichten von ihm, dass er extra darauf geachtet hat, dass ihr richtig eine richtige Scheißzeit hier habt, während er sich bei gut und gerne 30 Grad Sonne jetzt auf Andros? TikTok Daddy, so heißt das Video, wir gehen rein. Und die Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Daddy geeignet. Ich hab euch im Visier 21. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich hoffe, es geht euch beschissen. Ich werde nun das Lieblingsformat von Marc Gebauer ansteuern und zwar heißt es TikTok. Ich bin's, Marc! Marc, bist du noch dran? Wo ist mein scheiß Geld? Alles klar. In einer Zeit wie heute findet man verschiedene Liebesromane und Liebesgeschichten, Digga, die Leute... Warum ist im Hintergrund bei Lazzo auch neuerdings ein Trend, dass immer was passiert? Jetzt ein Stream von Mickey offen. AKA, ja, Uso füllt man bis so hin ein in so einem Glas... Und Mickey will in so einem unauffälligen Moment den Uso noch klauen von anderen, klaut Sidney seinen Uso, füllt den bei sich ein, klaut noch von irgendeinem anderen Uso, füllt den bei sich rein, dass sein Uso randvoll ist. Der hat aus dem Uso einen Longdrink gemacht. ...einander gefunden haben. Hm? Wie ein Märchen im Grunde schon sogar. Wo habt ihr euch nur gefunden? Nur über ein Online-Portal. Okay. Mhm. Welches? Ja. Poppen.de. Na klar. Poppen.de, Dicker, ja. Beste Seite, Dicker, ja. Ein Tag in London. Eine Woche in London. One month in London. Hey, guys. Greetings from London. I love London so much. Hello, mate. What's going on? Greetings back from Stuttgart, man. We're just sitting here right in the living room and having a cup of tea. If it is possible to offer you a vote or something like that, just let me know. Greetings from... Oh, man. Mir hat auch Lazzo erzählt, dass es bei ihm gang und gäbe mittlerweile ist, dass er einfach daheim sitzt und für so 20, 30 Minuten noch mehr den Akzent übt. Okay, wer sonst nichts zu tun hat... Greetings vom... Hola, Mama. Was hat sie gesagt? Was? Oh mein Gott. Wir wollten schauen, was die im Nagelstudio wirklich sagt. Dann nehmt ihr den Clip kurzerhand auf und haut einfach nicht raus, was die gesagt haben. Wirklich, so ein... Doch, Mann, ich hab das nämlich auch auf meiner Lupe gesehen. Ich musste es mir 10-mal anhören. Ich glaube, die Aussage von ihr war, sie sagt, dass deine Füße stinken. Was hat sie gesagt? Was? Ja, deine Füße stinken. Oh mein Gott. Wir wollten schauen, was die im Nagelstudio wirklich sagt. Dann nehmt ihr den Clip kurzerhand auf und haut einfach nicht raus, was die gesagt haben. Wirklich, so ein geiles TikTok. Weil die anderen, die sich das reingezogen haben, die lagen wahrscheinlich auch zu Hause mit einem Lachflash. Bei so einem TikTok muss ich wirklich sagen, ich finde das eine ganz große Frechheit, was sie hier machen. Liebe Leute, liebe Gemeinde, lieber Mar, ich habe für dich einen Clip vorbereitet, den du wahrscheinlich extrem genießen wirst. Oh nein. Bitte Marc, lehn dich zurück. Ey Marc, da muss ich jetzt auch, es tut mir wirklich leid. Marc ist aber auch, Heuchler wäre übertrieben, okay? Aber Marc sagt immer, ey, oh, die Videos von Nico oder da von Sascha, oh, das ging ja gar nicht klar mit den Chats und so. Marc ist derjenige, der mir um 1 Uhr nachts Links zu TikTok schickt, wie sich irgendjemand komplett irgendwas bricht oder so. Und der schickt mir das mit so einem kranken Techno-Song noch untergelegt und meint so, ey, guck dir mal dieses TikTok an. Stark, Marc. Besserer Content. Danke für dieses geile TikTok, was du mir dazu gesendet hast. What the fuck, Marc? Schau dir einfach an. Daddy. Yes, Princess. Come play with me. Have you been a good girl today? Yes, Daddy. Are you telling the truth? No, Daddy. Pah! Sheep that we get. Oh, man. Übel. Oh, ja, ich habe jemanden im Freundeskreis, der mag das auch sehr gerne, den Begriff Mommy und Daddy, ja, in den normalen, Chatverlauf mit einzuführen. Ach, ja. Training war während der Corona-Zeit leider nicht so wirklich möglich. Zum Glück gibt es... Es ist Trimax. ...Trainingsvariante, die extrem effizient und effektiv ist. Und zwar nennt sich diese Syntol... Ah, ja, das ist dumm. So,
Du hast Bonus noch nie gesehen. Der Typ ist einfach kurzerhand in der besten Form seines Lebens. Liebe Community, liebe Gemeinde, lieber Marc, ein weiteres Mal wird es Zeit, Marc, für dich in die Frauenwelt einzutauchen. Das kann doch nicht sein. Bill, I'm in the mood for a switcher. Jesus Christ. Bro, was? Einer schreibt, erstes Date, Schwimmbad. Oh mein Gott. Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. Okay, das war sogar für mich zu viel. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Alter. Auf den Schock sollte ich, glaube ich, erstmal diesen Tanz lernen. 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3. Und ihr wisst es, Leute, seit mehreren Jahren kämpfen viele, viele Leute dafür, dass Frauen nicht mehr als Objekte angesehen werden und dass vor allem die Gleichberechtigung herrscht, wo ich auch natürlich dafür bin. Jetzt habe ich einen Kanal gefunden, der das Ganze hier nochmal auf extremste Art und Weise unterstützt. Küsst euch gegenseitig die Kirschen. Ja, das sind zwei Kandidatinnen, die hatten wir auch schon mal in irgendeinem Video, glaube ich, von mir auf TikTok oder so. Und da muss ich wirklich sagen, das ist jenseits von gut und böse. Latze und ich machen schon wirklich Nonsense-Content, aber das geht in eine ganz, ganz neue Rubrik. Bei den beiden schiebt es so dermaßen anders. Sehr, sehr geiler Beitrag von euch. Danke für eure Unterstützung. Oh nee, bitte lass es. Ey, Mann! Ey, da hätte Latze noch was antworten können oder so. Da hätte er noch ein bisschen den Chatverlauf faken können, als ob sie ihm schreibt. Oh nee, bitte lass es. Die gerade Kurve, der gerade Kurve oder das gerade Kurve? Die gerade Kurve. Falsch, es gibt keine geraden Kurven, haha. Der war nicht schlecht, Digga. In diesem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, eure Freizeit ist aufgrund von dem Video komplett verdorben worden. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann lasst den Daumen jetzt im Link. Aber ich hoffe auch, dass Mickey im Hintergrund an dem Tag einen chilligen Stream hatte. Sascha und ich steuern auf 3 Millionen Abos zu und macht's überhaupt noch irgendeinen Sinn? Wisst ihr was, Leute? Übertreibt doch nicht! Oh, Mann. TikTok-Daddy, Alter. Weil dazu schiebt's, Mann. Weil das auch thumbnail-technisch. Junge, ich weiß nicht, ob das bearbeitet wurde oder nicht. Kann auch sein, dass es einfach so, dass Latze so aussah in dem Moment. Ich weiß es nicht. Gruß und Gruß geht raus, auch an Marc, Mann. Die Episode hat Marc safe abgeholt. Das ein oder andere Talent war dabei. Er hat mich abgeholt. Das sagt Sascha immer am Ende, er hat mich abgeholt.